bei Freaky Fishing Friends bei Frankie. Hallo, ich bin Frankie und ich habe mich dazu entschieden, nochmal ein Video über die DJI Osmo Action Cam zu machen. Ja, wie ihr seht, habe ich Jacke an, Mütze auf, heute geht es mit der Kamera mal nach draußen. Vorab, das Ganze ist vom Amateur für Amateure und nicht für Profis hier, sondern für den reinen Hausgebrauch. Ja, ich habe mich da nochmal ein bisschen belesen und ein paar Einstellungen vorgenommen. Und zwar filmen wir heute in Full HD mit 30 Bildern pro Sekunde im Videoformat 16:9. Zudem haben wir die Kompensation eingeschaltet. Das verhindert also diese Bildkrümmung. Restlich macht die Kamera selber. Da sind wir also im Automodus. Man hat auch die Möglichkeit, Windgeräusche zu unterdrücken. Das habe ich jetzt aber nicht eingeschaltet. Zudem wollen wir natürlich mal den Ton der Kamera testen und auch die Sprachsteuerung. Anschließend werden wir noch mal ein paar Fotos mit der Kamera machen im Format 4:3 und ansonsten auch in den Autoeinstellungen. Ich werde die Kamera dazu hier auf meine Kopfhalterung montieren und dann wollen wir mal sehen, was die Kamera draußen so kann. Ja, wie gesagt, ich bin kein Profi, ich bin auch nur Amateur. Ich habe in einem anderen Video euch ja nochmal eine Videoempfehlung oben reingegeben. Darum schaut euch nochmal das andere Video an. Da wird die Kamera nicht von mir, sondern von jedem anders sehr gut erklärt. Also das ganze Menü und die Bedienung und die Knöpfe. Ja, würde ich sagen, dann sehen wir uns jetzt gleich draußen. So, jetzt sind wir hier draußen. Die Kamera habe ich jetzt auf meinem Kopf. Und jetzt wollen wir mal gucken, was die Kamera so draußen kann. Ja, wir haben jetzt nicht kein besonders schönes Wetter, ist jetzt keine Sonne. Ist auch recht diesig eben halt hier draußen. Da oben ist jetzt gerade ein Jogger, da flitzt unser Hund, auf den wir gerade ein bisschen aufpassen. Ja, so den Ton testen wir ja auch gerade, ich rede ja schon wieder genug. Und dann will ich mal loslaufen und will mal gucken, was die Kamera so kann mit der Bildstabilisierung. Ja, man hört sich schon ein bisschen auf der Atem, ein bisschen Sport am frühen Morgen ist ja auch nicht so... so schlimm. Oder sagen wir mal nicht schlimm, sondern gesund. Ne? Ja, super. Dann drehen wir uns jetzt nochmal um. Wie gesagt, das Wetter ist jetzt nicht so pralle heute Morgen, aber das ist ja auch nicht schlimm. So, hallo, da bin ich wieder. Ja, draußen ist richtig schön kalt, 3 Grad nur, man sieht vielleicht noch so ein bisschen an meiner roten Nase. Ja, das Video habt ihr eben gesehen in Full HD, 30 Bilder die Sekunde. Der Ton ist gut, das Video, denke ich, ist auch ganz gut geworden. Ich denke, für die Lichtverhältnisse draußen ist das schon recht gut. Und auch für die Einstellung ist ja alles auf Auto, die Kamera regelt das also alles selber. Ich habe ja nur eingestellt Full HD und 30 Bilder die Sekunde. Ja, und das mit dem... mit der Bildstabilisierung, das ist, finde ich, ist auch eine ganz gute Sache. Ich habe jetzt kein Vergleichsvideo gemacht, vorher und nachher. Das überlasse ich dann mal anderen YouTubern eben halt. Wie gesagt, das ist jetzt einfach nur mal die Kamera so für den Hausgebrauch hier vorgestellt. Ja, was haben wir noch? Ach ja, ich habe hier noch ein paar Fotos gemacht und die wollen wir uns jetzt mal eben noch schnell anschauen. Das waren jetzt noch die Fotos, die ich gemacht habe. Die habe ich über die Sprachsteuerung gemacht. Da gibt es Sprachbefehle, verschiedene Sprachbefehle. Gibt es allerdings nur auf Englisch oder ich glaube auf Chinesisch. Und vielleicht kommt da ja noch mal was auf Deutsch. Muss man eben halt mal abwarten. Aber wie gesagt, das sind auch nur einige wenige Sprachbefehle, die Kamera eben halt derzeit kann. Ja, die Fotos alle locker aus der Hüfte geschossen. Wie gesagt, ich bin kein Profi. Ich bin nur Amateur, habe da schnell mal was abgeknipst und ich denke mal, das kann sich soweit auch in den Einstellungen, auch hier auch in den alles im Automodus recht gut sehen lassen. Ja, wie gesagt, das war das jetzt das letzte Video zu der DJI Osmo Cam. Das ist ja hier eigentlich ein Angelkanal. Hier geht es eigentlich ums Angeln. Die Kamera wollte ich vorstellen, weil man sie natürlich auch schön beim Angeln mitnehmen kann, um mal ein paar Videos zu machen von seinen Fängen, von seinen Drills, Fotos zu machen und so weiter eben halt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, liked mich auf jeden Fall mal. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Schaut euch auch die anderen Videos an und dann hoffe ich, sehen wir uns demnächst hier wieder und dann am Wasser mit der DJI Osmo Action Cam zu schönen neuen Videos und schönen neuen Fotos. Bis dahin. Dui.